Dynasty Warriors Origins. Die Demo. Ab den 22. November 2024 herunterladbar im PlayStation Store. Ich begrüße euch herzlich hier bei einem Ersteindruck der Demo von einem Spiel, was erst nächstes Jahr erscheint. Und ich bin echt gespannt drauf, denn die Videos und die Bilder, die man gesehen hat, sahen sehr vielversprechend aus. Aber ob das Spiel oder die Demo das gerecht wird, das werden wir herausfinden. Ein kleiner Fun Fact für die Leute, die Dynasty Warriors kennen. Es ist ja ein Spiel, ein Musou-Spiel, im Endeffekt mit vielen Armeen und alles drum dran. Aber wenn man den Ursprung kennt dieses Spiels, tut man sich wahrscheinlich an den Kopf fassen. Denn 1997, wo das allererste Dynasty Warriors erschienen ist auf der PlayStation 1, war es im Endeffekt ein Street Fighter Game oder ein Tekken Game, eine Art Beat'em Up Game. Das ist schon interessant, wie es sich dann in so umgestaltet hat und entwickelt hat, aber das ist was anderes. Das könnt ihr gerne googeln im Internet, das ist auf jeden Fall ein eigenes Thema. Ja, wie gesagt, Dynasty Warriors Origins auf der PlayStation 5. Und wir gehen mal rein und wir können ja mal gucken, was für Sprachen es gibt. Textsprache ist Deutsch, Audio können wir auf Japanisch machen, wie das Original ist. Natürlich über Speichern. Wow, okay, das ist immer so speichert, das ist immer ein bisschen ungewohnt. Aber gut, wir gehen doch mal in Option, dann gehen wir mal Audio, da haben wir 10. Surround, Mono, Stereo, 3D Audio. Wir bleiben mal bei ganz normal. Grafik. Grafik machen wir erstmal. Genau. Perfekt. Ich hoffe, dass es auch so wiedergeben kann. Das ist eine andere Sache. Und wir gehen zurück. Und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach mal in die Schlacht. Und bevor wir jetzt durchstarten, möchte ich gleich eine kleine Kritik anmerken, denn man hat ja schon haufenweise Videos gesehen, es gibt ja schon Gameplay-Videos etc. Und man hat immer nur den einen gesehen, diesen Hauptprotagonisten, den man im Hintergrund sieht. Und die Frage stelle ich mir halt dann in der Vollversion, ob man auch andere spielen kann oder ob man einen eigenen Charakter erstellen kann oder man ist gezwungen, mit dem zu spielen. Wenn das wirklich so wäre in der Hauptstory, dann ist es wahrscheinlich ein größerer Kritikpunkt oder ein Negativpunkt, der mit sich bringt. Aber lassen wir uns mal überraschen. Wir gehen in die Story rein. So, Dynasty Warriors Origins Demo. In dieser Demo spielst du die Schlacht von Sishuitor. Einige Szenen und Elemente können vom finalen Spiel abweichen. Am Ende der Schlacht wartet eine sehr mächtige Gegner, also bereite dich vor. Die Schlacht an Sishuitor basiert auf Ereignis der Geschichte der drei Reiche. Es ist halt immer so, egal welches Spiel von Dynasty Warriors rauskommt in den letzten Jahren, es ist immer das gleiche Thema halt, ne? Ist das nicht irgendwann ausgelutscht? Ich weiß es nicht. Naja, lass uns überraschen. Hey, Dankeschön, dass ich noch durchlesen durfte. Anfängliche Einrichtung wird durchgeführt. Okay. Gut, Hammer. Gut, Hammer auch. Lassen wir mal, wir machen mal Historiker. Das Spiel ist halt Historiker, ist für jene, die von allen die Geschichten erleben wollen. Kämpfe werden wie folgt erleichtert. Okay. Alle Angriffe, auch jene mit leuchtenden Anzeigen, können geblockt werden. Okay. Nee. Wir machen Wanderer. Nervenkitzelkämpfe empfohlen für alle, die sich eine angemessene Herausforderung wünschen. Ja. Ja, erweiterte Menü. Okay. Schwierigkeit Wanderer. Kampfhilfe vereinfacht, lassen wir mal drinnen. Fleischknödel automatisch ansetzen, ja, Vibration keine, Vibration nicht gesehen, interessiert dann nicht. Steuerung lassen wir uns mal überraschen. Hutanzeige Standard, ja. Bis besiegte Gegner sichtbar bleiben, oh okay, kann man das dann ausschalten oder wie? Verschwinden, nee, sichtbar bleiben, wenn dann schon richtig, K.O.-Konter. Untertitelanzeige machen wir mal groß, dass dann Leute auch da mitlesen können natürlich. Nur Text im Fenster, wow, machen wir im Fenster, machen wir mal so. Machen wir mal Sachen, die es sonst eigentlich nicht gibt. So, dann würde ich sagen bestätigen und let's go in das Spiel hinein.
課題大使王教これより炎章殿を名手にいただき東卓中滅の連合に参加いたす王教殿よくぞ来てくださったこれほど心強いことはないはっありがたきお言葉上等大使趙陽東卓中滅の連合に入ります趙陽殿頼りにしているぞそなたの手腕を遺憾なく発揮してくれご期待に応えてみせましょうぞ炎章殿私は陽州から来た連合軍の一員として曹操殿こたびの激文は見事だった四聖三皇の名族である炎章殿を連合の名手とした手腕にも感服しきりだ東卓を楽葉に引き込んだ席を十条寺を打った我らになる旗頭を務める程度で償えるなら炎章にとっても安いものだろう任せてくれ炎章殿我こそ連合軍のお役に立てると自負してやるそうかなんとも頼もしい心意気だ必ずや東卓中滅を共に果たそうよし共に東卓を打ち果たさん打つべき手は打ったあとはただなすのOkay. Die Würfel sind gefallen. Und jetzt schauen wir mal. Also grafisch mäßig sieht es schon etwas besser aus. So. Wandere, ich muss mit dir reden. Hast du kurz Zeit? Die meisten Truppen in unserer Koalition dienen ihren eigenen Lords. Aber jetzt haben wir Freiwillige versammelt, die keine korrekten Anführer haben.Das sind diejenigen, über die ich mit dir sprechen will. Sie haben mir freie Hand darin gelassen, wie ich sie organisiere. Es sind nicht viele, aber allesamt Ehrenmänner, ehrenswerte Männer. Da dachte ich, dass du sie befehligen könntest, Wanderer. Es kommt aber sehr plötzlich. Das kann ich nicht. Ich weiß, dass du es kannst. Du hast das Zeug dazu. Wo willst du das wissen? Du hast ein scharfes Auge für das Schlachtfeld und die Fähigkeiten, die richtige Entscheidung zu treffen. Und am wichtigsten, du stehst über den Ränkenspielen des Adels. Okay. Du bist für diese Aufgabe mehr als geeignet. Ich habe volles Vertrauen in dich. Wenn du meinst. Ich zähle auf dich. Es ist egal, was ich antworte. Lass mich nur dir nur deine Truppen vorstellen. Also bis jetzt bin ich noch kein Freund des Hauptcharakters. Oh.Ihr müsst unser Kommandant sein. Ich bin stolz darauf, euch zu dienen, Wanderer. Wir sind ein bunter Haufen. Manche von uns sind mit den Kampfkünsten gut vertraut, aber andere waren bis eben noch Bauern. Aber uns allen eilt der Wunsch, die Welt besser zu machen. Wir freuen uns darauf, unter euch zu dienen. Okay, na dann.Der Tisch aus Dynasty Warriors 9 Empire und den anderen Empire-Teilen. Ich danke euch allen für eure Unterstützung. Im Kampf gegen Dong Chu. Ich werde nun unsere Strategie im Dienst des Anführers der Koalition vorstellen. Unsere Kräfte stehen derzeit etwas außerhalb von Luoyang, wo Luoyang resistiert. Der Sündentor ist eine Barriere, welche die Stadt verteidigt.Zwei feindliche Offiziere bewachen das Tor. Li Qiu unter dem Befehl von Dong Qiu und Xiong Xiong, ein Krieger bekannt für seine gewaltige Kraft. Aha.
Es gibt nur einen Weg nach Lungyang. Und der führt über diese beiden. Alle unsere Kräfte müssen zusammenarbeiten, um dieses Ziel zu erreichen. Okay. Ja, unser Kommandant in dieser Schlacht wird Lord Xiong Xiao sein, der Anführer der Koalition. Ja, und als Anführer der Koalition freue ich mich darauf, eure Stärke zu sehen. Die gute Vorbereitung ist nur durch Entschlossenheit zu übertreffen. Wie unsere Anführer so treffend gesagt hat, sind wir unseren Feind sowohl in der Zahl als auch im Kampfgeist überlegen. Indem wir unsere Kräfte breitfächig aufstellen, können wir unsere hinteren Flanken schützen. Das verschafft uns einen beträchtlichen Vorteil. Sorry. Eure Aufstellung für die Schlacht ist von oberstem Kommando beschlossen worden. Moment, das muss ein Irrtum sein. Soll ich wirklich in die Nachhut versetzt werden? Ich bin Xiong Xiu. Ruhm ist mein Geburtsrecht. Ich zweifle an der Eignung einer Koalition, die einfach Beamte von jemandem mit einem angesehenen Stammbaum stellt. Ja. Der Stammbaum ist nicht nach Überzeugung dieses kleinen Beamten auf dem Schlachtfeld völlig umgebraucht. Du unverschämter Arsch. Ja. Das reicht jetzt, ihr zwei. Okay. Wir müssen uns nicht gegenseitig bekämpfen. Alle werden in der bevorstehenden Schlacht die Chance haben, ihre Heldenmut zu beweisen. Ihr kennt alle eure Positionen. Es liegt nun an jedem von euch, das Schicksal zu beobachten und von dort aus zu entscheiden, was zu tun ist. Dann liegt der Ausgang der Schlacht nun ganz in unseren Händen. Genau. Schlacht und Betriebsratschaft, Vorbereitung. Die Kleider. Oh, guck da. Alleine gehen. Nee, ich nehme sie mit. So. Schlachtvorbereitung. Okay, also es gibt dann auch wieder hier Waffen, ne, die man auswählen kann natürlich. Die Frage ist, welche Waffe nehme ich denn? Wir haben die Ringe, wir haben das Großschwert. Ein Speer ist richtig gut eigentlich. Ach, so viele Waffen haben wir gar nicht zur Auswahl. Aber das ist doch hier von Gang Yu, oder? So sieht das Ding aus. Ja, ich würde sagen, wir nehmen einfach mal Angriff 160. Erhöht starke normale Angriffe um 5%. Ja, wir nehmen das Standard mal einfach mal. Mehr haben wir leider halt nicht, ne? Also, bietet gerade nicht viel. Juwel. Vergrößert die Reichweite von Angriffen. Okay, erhöht Schaden von hochgesteuerten Feinden. Erhöht Schaden von Feinden mit Parier angeführt. Stellt pro besiegten bei 100 besiegten Feinden 54 Gesundheit wieder her. Oh, das hört sich gut an, weil ich noch nicht weiß, was uns erwartet. Kampfkünste, aha. Ah ja, das sind die wieder. Okay, alles klar. Zubehör. Angriffsstärke um 5, Abwehrstärke. Ja, ich würde sagen, wir nehmen erstmal die Abwehrstärke mit. Pferd. Haben wir nur die beiden und dann brauchen wir nichts. Und Gegenstände. Truppenangriff, okay. Können wir ja selber kommandieren jetzt wieder, ganz normal. Okay. Würde ich sagen, unser Ziel sind ja hier oben definitiv. Und die anderen sind ja alle unten ein bisschen verteilt. Alles klar. Okay, dann starten wir durch. Let's go! So sei es. Auf in den Kampf. Jetzt bin ich mal gespannt, wie flüssig das Spiel ist. Ups, okay, das ist raus. Pferd. Okay, dann. Okay. Also Feinde sieht man dann wahrscheinlich mit Balken. Okay. Ja, fühlt sich schon mal richtig gut an. Au. Okay, wie block ich? Ach, L1, okay. Ich hab geblockt. Auswählen. Ausweichen mit R2.
Au. Kampfkünste verbrauchen Mut. Okay. Mut in der Angreifenpfanne gesteigert. Au. Ja, generieren wir Fleischknödel nach oben. Okay. Alles klar. Im Topf zu finden. Okay. Au. Wow, okay, die hat sogar versucht auf Fressen. Ja, ich hab schon festgelegt. Okay, einer down. Ui, okay, es ist schon anders, definitiv. Aber dass sie halt hier übelst zurückschlagen. Aua, geht's noch? Alter. Kampfzone mit aktiven Kämpfen, sie sind blau, wenn Verbündete gewinnen, und rot, wenn sie verlieren. Okay. Noch mehr Gegner. Angriffe mit leuchtenden Anzeigen können nicht geblockt werden, okay. Alles klar. Wenn feindliche Stärke komplett geleert wird, gerät der Feind ins Taumeln, okay. Einer weniger, wieso hat er gerade doch mitgehabt? Ja. Juhu! Das war's, oder wie? Mhm. Mach mal was. Okay. Weißt du, das, mein Angriff tut er nicht. Das finde ich gerade richtig blöd. Ne? Also, aber muss man sich jetzt mal dran gewöhnen. Ne? Ja, jetzt kommt die Adleraugen-Taktik. Okay. Das gucken wir einfach mal. Wo sind wir denn nach? Da unten sind wir. Pro 100 Gegner, die Anzeige steht hier komplett, wie viele Gegner schon geklatscht haben. Aber gut. Oh, das ist ein... Muss mal heilen. さすがまずいな。ここで終わるわけには。それで。どうしようもねえ。戦いできそうにない。ここでは厳しいな。なんでだっかめ。これがやられるってのかよ。どうしようもねえ。 Counter haben wir hier nirgends, wo stehen, merke ich gerade. Jedenfalls ist viel mehr los, merke ich gerade. Ja, jetzt haben wir 100 Souls. Geht gar nicht. Mhm, mhm. Ja, wie funktioniert das denn nicht mehr?
Was ist geflohen? Was? Wir haben doch alle verteidigt. Kann das schon so komplex sein? Let's go. Ja. Auswahlmethode ändern. Neustart. So. Probieren wir mal unser Glück. Es kann doch nicht sein, dass wir wo verloren haben. Wo kommen wir denn da hin? Neue Runde, neues Glück. Vielleicht läuft jetzt mal besser. Ich habe mal die Waffen gewechselt. Was ihr jetzt nicht gesehen habt, weil ich gerade noch ein bisschen was zusammengeschnitten habe. Denn wir wollen ja dann auch gleich mal so ein Fazit rausholen, was das angeht. Und ja, ich würde sagen, wir gehen da direkt rein ins Fazit hinein. Es gibt auf jeden Fall, ja, wie ihr am Anfang gesehen habt, ja verschiedene Waffen. Und im Kampf ist jetzt mit dem Speer auf jeden Fall schon ein bisschen angenehmer geworden. Klar, ich habe den, ich will jetzt mal ehrlich sein, ein bisschen ein paar Einstellungen geändert sozusagen, dass es ein bisschen angenehmer ist. Das Tutorial, egal welchen Kampf man neu startet, ja, wenn man das Spiel einfach komplett neu startet, ist das Tutorial trotzdem immer am Start, aber wir machen einfach nur komplett hier weiter, so gut wie es geht, der erste ist schon mal besiegt. So, dann gucken wir mal, gehen wir wieder zurück, wo die anderen hergekommen sind. Und dann kommen wir denen entgegen, dass wir die beiden auch noch erstmal blätten, weil allerdings hat aber nicht ganz gut funktioniert beim ersten Mal. Und das machen wir jetzt mal ein bisschen einfacher und ein bisschen schneller, was die ganze Sache angeht. Und dann gucken wir mal, wie das auf jeden Fall klappt. Mhm. Au. Und Gegenkonter. Das ist aber immer die gleiche Animation, egal ob man mein Schwert oder andere Waffen hat. Ist ein bisschen komisch, was das angeht, aber naja, was soll ich machen? Wir versuchen mal unser Bestes. Ja, oh, verdammt. Ja, schon wieder die blöden Meldungen. Lasst mich in Ruhe, weg. Oh, das ist schlimm. Ja, das mit Blocken funktioniert, man muss wirklich richtig parieren, dass man durchkommt, aber ja. Wenn der Gegner einfach sich manchmal auch ignoriert, wie jetzt hier, dann das hat ja so ein bisschen trauriges Ergebnis. Wenn man selber zuschlagen möchte, tun sie dann einfach ignorieren und ja, einfach mal gegenkontern halt. Warum auch immer. Ich halt ein komisches Spiel. Ja, komisch will ich jetzt nicht sagen, aber naja. So, der nächste ist da vorne. Den machen wir auch erstmal nochmal schnell Platz hier, so gut wie es geht. Wo ist der hin? Hä? Ist er schon tot? Nee, wollte mich warten. Komm mal. Okay, egal. Gut. Ja, Der ist einfach weg verschwunden. Irgendwie animationstechnisch war es einfach auch nicht vorhanden. Ich habe keinen Plan, aber egal. Lassen wir es einfach mal so stehen. Wir haben ihn weg und wir sagen, wir gehen einfach hier rein. So, dann holen wir uns mal ein paar Heilungsgegenstände. Okay, wir haben zu viel. Brauchen wir anscheinend eigentlich auch nicht. Wieso ist der Balken da oben noch leer? Und da ist er noch jemand? Ah, okay. So sieht es im Endeffekt aus, wenn man ein Gebiet oder eine Burg übernimmt oder so ein Territorium. Deswegen rennen wir mal schnell weiter, bevor dann nicht irgendwie das wie beim letzten Mal das gleiche passiert. Das wäre dann ein bisschen blöd halt. Sieht man, sind wir ein bisschen schnell unterwegs. Das passt doch alles richtig gut. So, da ist noch einer. Den nehmen wir natürlich mit. Und 100 schon mal. Schon mal dann kriegen wir auch ein bisschen Energie zurück. Das sollte eigentlich schon mal passen. Ja. Da vorne war noch einer. Den nehmen wir auch noch schnell mit. Momentan sieht es noch ganz gut aus von der Zeit. Keiner ist in Petrouille oder irgendwelche Probleme. Deswegen machen wir die mal ganz schnell. So gut wie es geht, machen wir einen Doppelangriff mit ihr zusammen. 200! Yay! Und blätten. So, weg. Dieser Officer ist defeated. Im Englischen würde es wahrscheinlich heißen.
Okay. Sturmangriff. Ich mache einen Konter. Kann ich mal angreifen? Okay, hat er überhaupt eine Waffe in der Hand? Schlagwaffen? Ich hab keine Ahnung. Kommt der andere her? Ich hab auch keine Ahnung. Wo schießt sie ihre Dinge hin? Ich weiß es nicht. Okay, lass mich einfach mal so stehen. Okay. Weiter. Okay, hier waren wir. Doch, hier waren wir schon, genau. Nee, hier waren wir nicht. Genau, da war ja letztes Mal das Problem, dass wir da hier vorher schon versagt haben. Probieren wir es nochmal. So. Ah, vergessen zu konnten, zu blocken. Aber das sieht doch ganz gut aus. Sturm einholen, aber. Ach, der steht da hinten. Ach, das geht ja gar nicht. Das ist total verkackt. Au! Ja. Lass deine Truppen bei dir. Die brauche ich nicht. Hm? Ach so, das ist die Option, okay. Jetzt kann ich auch mit der anderen spielen. Ah, interessant, okay. Jetzt muss ich erstmal wissen, jetzt bin ich gerade ein bisschen überfordert. Jetzt gucke ich mal, ob irgendwelche Animationen bei den Charakter zu sehen sind. Sieht nicht aus, hat zu viel Rüstungen. Okay. Vielleicht auch zu wenig vom anderen. Was passiert jetzt? Wieso halt Job? Wieso? Jetzt geht's in den Mushu-Modus? Hä? Why? Was ist das denn für ein komischer Modus hier? Ich komme jetzt gerade gar nicht klar. Okay, alles klar. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Ich weiß nicht, was jetzt hier gerade abläuft. Unten läuft, geht der Balken nach unten. Vor lauter Leute sehe ich meinen Charakter nicht mehr. Gut. So, irgendwas. Ja, wir haben ihn besiegt, okay. So, was? Hä? Hä? Och nö. Ich hab irgendwie. Ah, das sieht man den anderen Charakter wieder. Och, das ist doch scheiße. Das ist doch mal mega kacke, Leute. Also, dass man halt im Kampf den Begleiter nur aktivieren kann für eine gewisse Zeit und dann tut er wieder, verschwindet er wieder. Oh, also das, also okay, das ist schon mal negativ, extrem ein negativer Punkt, den ich überhaupt nicht bevorzuge. Wenn man schon einen Begleiter hat, konnte man früher immer wenigstens hin und her wechseln mit einem anderen spielen. Aber das ist ja hier, ist ja gar nicht mehr möglich. Ja, das ist ja doof. Das ist ja mal echt traurig. Also, naja, da sind sie auf jeden Fall einen starken Schritt zurückgegangen, sozusagen. Und ja, jetzt gucken wir mal, wie weit wir trotzdem noch kommen. Also das ist, da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Und schon wieder eine Meldung, Wut des Krieger, oh Gott, okay. Ah, wenn man die zwei Balken voll hat, dann kriegt man einen neuen Modus im Endeffekt. Okay, jetzt gucken wir mal. Ja, könnte man noch aktivieren. Ja. Mal gucken, wie das hier aussieht. Okay, er macht die ganzen normalen Angriffe. Ja, nur mit hat mehr Stärke wahrscheinlich, genau. Also. Und machen wir ein Blatt hier. Klack, 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 klack. Ist immer noch nicht, hat immer noch genug Verteidigung, noch genug HP oder LP. TP, drei Wörter. HP, TP, LP. Und alles ist das gleiche. Geil. Wow. Und das war der Kriegsgottmodus jetzt, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Was? Okay. Gut. Ich glaube, ich werde doch dann eher zu Dynasty Warriors 9 zurückkehren.
Das hört sich traurig an irgendwie, aber ich meine, visuell sieht alles top aus. Ich kann mich nicht beklagen, Kommandos hier reinsetzen und so. Ist ja alles schön gut, aber Besitze. Boah. Es ist nur eine Demo, ne? Also ich will nichts dazu sagen. Es ist nur eine Demo. Machen wir den noch fertig. So. Jetzt könnten wir an den Kriegsschauplatz wieder hingehen. Mal gucken, was da uns auf uns wartet. Weil da rennen ja alle gerade hin. Okay. Dann schauen wir mal. Machen wir den Kreis, gehen wir rein. Okay, okay, das sieht dann mal cool aus. Ich mach das hier mal schnell aktivieren. Dann weiter rein in das Gefecht. Und ich werde weggeballert. Okay. Alles klar, okay, cool. Der Effekt sah schöner aus, wie ich gedacht habe. Oder weg mit euch. Ihr stört. Ich messe mich jetzt einfach mal hier durch, so gut wie es geht. Mal gucken, wie das so gut funktioniert, wie ich denke. Hier kommt der erste. Ah, von der Seite, okay. 500. Au. Oh, ganz schön viele. Und Double. 700. Und nochmal. Bam. So ist es schön. Immer schön drauf. Truff, truff. Und was passiert jetzt? Okay. Ist das der große Boss, den sie erzählt haben? Nee, glaube ich nicht. Au. Au. Den Konter. Sehr schön. Funktioniert. Ich glaube, wir müssen auf jeden Fall den Balken auf der rechten Seite halten, um das zu gewinnen. Oder komplett füllen. Eins von beiden. Au, nein, au. Ah, ich habe nichts gehabt. Verdammt. Jetzt, ja. Und Fenrir. Fatality. Au. Okay, bleibt mal wieder Kameraperspektiv. Nee, okay, es geht wieder runter. Okay. Ah, oh, da kommt der nächste. Ey. Bin ich hier allein oder was? Okay, einer weniger. Bleib hier. Nix mit Feuer. Ist uncool. Wie ist jetzt los? Oh, Invasion, okay. Alles klar, das ist die Herausforderung. Wir müssen 500 Gegner besiegen, okay. Um die Invasion zu stoppen, sozusagen. Aber ich will nicht mit euch kämpfen. Lasst mich doch einmal in Ruhe. Oh, meine Fresse. 900, okay. Aua, hey. Ich habe eine Aufgabe. Lasst mich in Ruhe. Let it go. Ja, mach mal den da hinten. Da müssen wir irgendwo auf einen fokussieren. Das sind ja zu viele Hilfe. Aua. Aua. So, gegen. Ey, oh, meine Energie. Au. Pfeile. Gib mir Pfeile. 1000. Manchmal kannst du gar nicht so schnell reagieren irgendwie. Okay, wir haben es geschafft. 500. Sehr schön. Yeah. Okay, jetzt nur noch den Plätten, glaube ich.
Die Aktion von ihr, die ist schon das zweite Mal komplett daneben gegangen. Aber okay, lass mal heilen schnell. Und, ah, schon wieder. Wenn du nicht anvisierst hast, schmeißt er den Mushu irgendwo hin und wo es einfach keinen Sinn macht. Aber wir haben ja noch einen. Deswegen hauen wir den raus. Easy peasy. Was ist jetzt los? Feuerangriff? Okay. Ja, nicht auf mich. Das interessiert mich jetzt nicht mehr. Wahrscheinlich. Ich könnte da drüber gehen, aber ich mache den hier lieber fertig. Und Game Over. Fatality. Flawless Victory. Sieg. Nice. Wir haben es geschafft. Hehe. Prima. Okay. Wir haben die Demo oder die Schlacht beendet. Der große Gegner war wahrscheinlich noch nicht da. Oder war da wieder eine Kreis? Nee, stimmt. Es gibt doch den Lubu. Ach nee. Ja, klar. Ist klar. Au! Ich muss mal heilen wieder. Meine Fresse. Ey, der ist ja mal. Wie viel Schaden der rauszieht? Meine Fresse. Au. Gott, schon wieder fast tot, ey. Vielleicht damit? Vielleicht hilft das? Hilft mir! Sehr schön. Au. Wo sind die anderen hin? Au. Habe ich keine Energie mehr? Verdammt. Vielleicht. Au. Au, okay, jetzt muss ich zurück. Jetzt muss ich. Okay, das schaffe ich glaube ich nicht, oder? Probieren wir damit mal hin. Ah, gut geblockt. Perfekt. Jetzt drauf, 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 drauf. Au. Das ist wieder. Hallo? Darf ich auch? Nein, nein, lass mich in Ruhe. Gibt es irgendwo Heilung? 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 Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ah, was ist das? Hilft das? Nein, verdammte Wurst. Ich habe nichts mehr. Meine Truppen sind weg. Es kann doch nicht wahr sein. Wie willst du denn hier noch jetzt noch gewinnen? Das ist doch. Der ist noch nicht mal die Hälfte. Ach komm, jetzt hätte ich gedacht, jetzt schaffen wir wenigstens die Demo jetzt mal wenigstens durch. Wir haben einen Sieg halt schon, auf jeden Fall, aber. Dass man jetzt hier gezwungen ist, gegen ihn zu kämpfen, ist keine Sau mehr da. Guckt euch das mal an. Man ist komplett alleine. Das ist nicht fair. Was ist das für eine blöde Demo? Ich muss. Ich hab doch. So, komm schon. Komm schon. Nein, nein. Ah, ah. Nein, ah. Lass mich in Ruhe. Nein, ah. Lol. Okay. Gut, was soll ich dazu sagen? Dankeschön, Spiel. Wir sind gestorben. Mal wieder. Gut, das war's dann eigentlich jetzt mal ganz kurz. Lol. Lol, sage ich nur. Lol. Okay, Leute, dann kommen wir jetzt mal ganz schnell zum kurzen Fazit. Ich habe jetzt das Videomaterial habe ich jetzt weggemacht. Ihr habt es ja schon gesehen im Endeffekt. Aber man muss jetzt endlich im Endeffekt sagen, schwierig, 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 schwierig. Es ist schon eine andere Art von den anderen Dynasty Warriors. Da hat man einen festen Charakter gehabt, man konnte mit ihm leveln etc. Das wird wahrscheinlich der Folgeversion wahrscheinlich genauso sein. Könnte gut möglich sein, ich kann es nicht versprechen. Das werden wir auf jeden Fall herausfinden, wenn die Folgeversion auf jeden Fall da ist. Aber ich würde sagen, einfach mal die negativen Punkte, was das insgesamt angeht. Dass man jetzt den zweiten Charakter, wie wir gesehen haben, zum Beispiel nur für die kurze Zeit spielen kann, also den man ausgewählt hat. Das Blocken, ja, das Parieren, das muss man wirklich noch ein bisschen vertraut reinkommen im Endeffekt. Sonst, es sieht hübsch aus, keine Frage. Leider hat man hier auch in der Demo vielleicht nicht so viel gesehen, wie man sich gern erhofft. Das ist auch vielleicht noch so ein kleiner Kritikpunkt, was das Gesamte angeht. Aber ja, es ist okay.
aber auch jetzt nicht überragend. Und dass der eine Charakter hat alle Waffen nehmen kann, ist ein bisschen blöd. Dass man nicht einen weiblichen Charakter umändern kann, ist halt auch blöd. In den vorigen Teilen, in Empire zum Beispiel, konntest du deinen eigenen Charakter erstellen, Leute. Erstellen. Und jetzt, wenn die jetzt wirklich jetzt komplett zurückrudern, ist das dann, wo ich sagen muss, ist nicht gerade gut für das Spiel, weil ich meine, klar, dass der Charakter alle Waffen nimmt, haben sie in den letzten Teilen halt sehr stark reingezogen, wo früher im Endeffekt nur der Charakter nur diese Waffe verwenden durfte. Das war richtig toll früher. Klar, wenn man halt nicht mit dem besten Charakter klarkommt, dass man dann halt mit anderen spielt, klar, okay, ist halt so, aber hey, ja, also. Ich würde jetzt sagen, von der Demo eine 5 von 10, aber jetzt wirklich nicht so viel. Deswegen lassen wir uns einfach mal überraschen, was die Zukunft mit sich bringt und checken wir einfach mal die Lage. Und ich würde sagen, ja, das war's dann einfach mal. Das war mein Eindruck hier von Dynasty Warriors Origins, die Demo auf der PlayStation 5. Ich hoffe, die tun vielleicht noch was dran werken, dass man vielleicht was machen kann. Wie sieht es dann eigentlich dann mit den anderen Modis aus? Kann man da wahrscheinlich alle Charaktere spielen, die man dann im Spiel findet, freischaltet etc.? Man weiß es ja nicht. Dafür zeigt das Spiel halt leider zu wenig. Aber ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Chris-Ische 3000, wieder schon reingehauen. Und schreibt mal bei euch, schreibt ihr doch mal in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Und dann würde ich mich gern freuen. Und dann, ja, können wir ja vielleicht noch ein Video draus machen, was eure Kommentare sind, dass wir das halt zusammenfassen und mal gucken, was ihr da so drüber denkt. Und somit würde ich sagen, ja, verabschiede ich mich hiermit. Wiederschauen, reingehauen, euer ChristianAge3000. Tschüss, bis zum nächsten Mal hier mit dem kleinen Eindruck von Dynasty Warriors Origins auf der Demo, die am 22. November 2024 offiziell erschienen ist. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bye, bye, bye. Tau. Baub. Kau, kau, bau, bau, ciao.